Flop. Flop. Schön. Und ich würde sagen, wir machen jetzt irgendwas Actiongeladenes. Wie wäre es mit einer täglichen Operation? Mit unserer niegelnagelneuen Waffe. Onkel Plasma möchte von uns richtig mal ausgefahren werden, aber vorher brauche ich, glaube ich, ein Stückchen mehr Energie. Nur ein ganz kleines Stückchen. Wir gucken mal, ob wir auf Cranberries sind. Effekte. Maissuppe. Nee, Cranberries müssen wir noch futtern. Ein Glück habe ich da ein paar hergestellt. Nicht viele, aber zumindest ein paar. Aber Maissuppe habe ich auch noch hergestellt. Die wird uns helfen. Ich schlürf gleich mal eine. Cool. Powerrüstung hinstellen. Gruppe beitreten. Gibt es denn hier gerade eine tägliche Operation? Gruppe ja nur eine, aber ist der gerade aktiv? In einer täglichen Operation? Nicht wirklich, aber vielleicht stößt er bei uns mit dazu. Soll er machen. Soll er machen. Er ist herzlich eingeladen. Und ach ja, genau, stimmt. Den Raum habe ich auch ein bisschen umgebaut. Sollte eigentlich mein Schlafzimmer werden, aber ich penne jetzt einfach hier bei unserem Kumpel mit. Also nicht bei ihm hier. Der liegt auch schon länger hier, ne? Hier auf seiner Matratze. Da werde ich mitpennen, ne? Schön im Schichtwechsel, alles klar. Und du hältst dir die Stellung, mein Freund. Mein Freund, du Raider-Punker, du. Hier, das ist jetzt eine Toilette, ne? Steht auch draußen dran, ne? Restrooms, Employees only. Aber hier kann eigentlich jeder auf die Toilette gehen, wenn er möchte. Aber die Tür bleibt offen zum Lüften. Aber jetzt sehe ich gerade, die Tür verschwindet so ein bisschen in der Wand. Und das mag ich nicht. Das mag ich nicht. So, viel besser. Viel, viel besser. Licht hier drin ist da, genau. Und dann wollte ich noch, dass die Schilder hier irgendwie beleuchtet werden. Damit man das auch im Dunkeln sehen kann. Ich weiß, wir hatten da mal eine Laterne gehabt, aber die ist im Eifer des Baugefechtes leider verloren gegangen. Und deswegen müssen wir hier eine neue Laterne hinbauen oder eine neue Lampe. Irgendwas, was Strom braucht. Wir könnten ja dann von hier oben das Kabel über die Dächer legen. Und dann hätten wir hier hinten auch noch Strom für eine, weiß ich nicht, eine Glühbirne oder so. Aber das machen wir jetzt nicht. Ich mache jetzt eine tägliche Operation, denn ich will ein bisschen ballern. Hier, ich will den Kavenzmann so ein bisschen ausfahren. Oh, da ist jemand. Hallöchen. Aber wir haben keine Zeit, uns zu unterhalten. Wir müssen weiter. Wir wollen in eine tägliche Operation rein. Und zwar gegen. Es geht gegen Blutadler. Ziele werden beim Angriff verlangsamt. Also wir, ne? Die Wahrnehmung ist verbessert. Okay. Ich glaube, wir können da ganz gut mit Onkel Plasma arbeiten. Ein Schnellfeuergewehr im richtigen Loadout könnte das eine schöne Sache werden. Toi, toi, toi. Die Location, ich glaube, die kennen wir noch nicht. Mal gucken, wir müssen uns erstmal ein bisschen einfriemeln. Bitte komm. Das Wiederherstellen der Verbindung zu den Geräten in der Gegend ist für die Bruderschaft unerlässlich. Okay. Hör zu. Bring zuerst den defekten Verstärker in Ordnung, bevor ihr weitermacht. Oh, da kommt noch mehr. Was ist hier los, Mann? Was ist hier los? Ich hätte mehr Muni mitnehmen sollen. Flop, flop, flop. Plasma-Kartusche. Ach ja, wir bekommen ja ohne Ende Munition hier drin. Und ich muss schön auf meine Energie aufpassen. Wir haben nicht allzu viel. Atomare Abfall, ich weiß nicht. Boom. Da war noch ein Kritischer dabei. Yay. Money, money, money. Ich fange einfach mal an, ne? Wobei, die Zeit läuft ja schon. Krass. Das wird hier kein Geschwindigkeitsrekord. Verbindungsgerät. Verbindung zum Verstärker ist hergestellt. Cool. Ich glaube, ich sollte hier ein bisschen mit der Schrotflinte arbeiten. Damit ich eine höhere Chance habe, die Gegner zu one-hitten. Wenn das ja überhaupt geht, gegen die etwas stärkeren Gegner. Plasma-Kartusche, Plasma-Kartusche, Plasma-Kartusche. Aber mit der Flinte haben wir keine Distanz, ne? Hier liegt noch irgendwas. Yay! Hey, was ist los mit euch? Was stimmt denn mit dir nicht? Reicht aber, ne? Amerika wird das schon regeln. Los! Zugriff! Wird schwierig, ne? Ich hab das schon so im Urin. Auf geht's! Verbindungsgerät verstärken. Signalkalibrierung läuft. Offenbar habt ihr Gesellschaft. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Ist das hier kontraproduktiv, wenn ich
Wenn ich hier mit Lampe arbeite. Oh Gott, meine Energie. Meine Energie, meine Energie, meine Energie. Schande. Wow. Habe ich gerade irgendwer gehauen? Das hat sich wie ein Schlag angehört. Nee, das bringt ja dann nichts, ne? Wenn wir die Gegner hier mit der Flinte nicht one-hitten, dann würde ich lieber ballern. Denn dann haben wir Distanz. Liegt hier noch was von Interesse? Ja, Telefone, ne? Kupfer. Vielleicht noch ein bisschen Energie nachtanken. Hey! Geh weg, Mann. Geh weg. Oh, oh. Flop, flop. Deckung. Spritze. Alles cool, alles cool. Aber wir haben relativ wenig Muni, aber da vorne liegt ganz, ganz viel. Schande. Wenn man dann leider kein Crit-Treffer aufgeladen hat. John, springt mal so ein bisschen. Obwohl man das gar nicht möchte. Alles in Ordnung, ich bleib hier. Wobei, ein Stückchen kann ich ja weggehen. Zum Muni sammeln. Wow, wer war das? Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Vergiss es, Mann. Zeig euch mal einen blutigen Adler. Hä? Flop. Der steht da irgendwo noch. Da hinten. Yay. Eat this. Ist da noch einer? Muni, Muni, Muni. Immer schön alles einsammeln. Na gut, so wirklich Munition braucht man hier gar nicht mitnehmen. Also nur so ein bisschen Initialmunition. Und dann geht das schon. Na? Fill up! Money, money, money! Alles schön mitnehmen. Aber wir müssen schön mit unserer Energie haushalten. Ein kleines Redaway, bitte. Ein kleines. Vorsichtig, Spritze. Oh, ich war fast tot gerade eben. Sehr ungünstig. Das war sehr, sehr knapp. Übermut tut selten gut. Auch hier. Nicht nur bei Division. Wow! Division 2. Und jetzt müssen wir... Na, wo ist denn die Anzeige? Da hinten irgendwo. Wo ist da bitte einer? Flop! Hi, hi, hi. Schön brennen, Mann. Denn das kann Onkel Plasma schön brennen lassen. Nope, wir gehen hier lang. Sieht smooth da aus. Wenn das überhaupt geht, es geht wahrscheinlich gar nicht. Na gut, dann gehen wir hier lang. Alle Mann wieder zurück. In die Richtung. Nicht so viel rennen. Wir brauchen noch die AP. Wir brauchen sie unbedingt. Hier sind wir auch falsch. Und da kommt es schon. Meine Freunde, die glibberigen Blutadler. Weiter, weiter, weiter. Die können wir später erledigen, wenn wir den Standort begonnen haben. Na? Hier jetzt lang? Wo soll ich denn lang, Mensch? Das ist ein verdammt großes Gebiet. Ist das noch diese Ebene? Das scheint sie zu sein, zumindest. Hier jetzt lang? Nee, wahrscheinlich unten lang. Ich guck mal. Flop! Mach dich nützlich, und gib mir mach dich nützlich! Mach dich selber nützlich, du Vogel, du! Geht's hier durch? Nee, da verlassen wir die tägliche Operation. What the heck? Wo muss ich denn bitte hier hin? Töte eine Kreatur. Yay, haben wir gemacht. Nice. Money, money, money. Ist okay. Wir machen das jetzt auch nur, damit wir die Score-Punkte bekommen. Wow, der ist ein bisschen härter. Was kann das sein? Ich gehe jetzt woanders lang. Wow. Krass. Spritze. Spritze, Spritze, Spritze. Ich habe nicht gefunden. Ich wollte die Munition unbedingt mitnehmen. Ich bin völlig falsch, ne? Ich bin nicht mal im lauwarmen Bereich. Ja, dann ganz außenrum irgendwie. Hier waren wir ja schon, aber hier, wir konnten ja hier irgendwie die Treppe runter.
Und dann, und dann vielleicht links. Das könnte es tatsächlich. Vielleicht. Eventuell. Oh, eine Autobahn. Irgendwie habe ich die Nacht überlebt. Keine Ahnung, warum diese Dinger mich noch nicht. Aber ich beschwere mich nicht. Oh oh, ich Granaten. Ich habe ein paar alte Schokos und eine neue Cola gefunden. Spritze. Oh, wir sind so lahm, wir sind so lahm. Wow, 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 wow. Kein Durchgang. Wo liegen die überall? Ich brauch doch den Glibber, Mann. Ich brauch doch den Glibber. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist echt schräg. Ach, hier hinten geht's weiter. Meine Güte. Also manchmal stelle ich mich auch ein bisschen, ne? Wie eine Henne zum Pinkeln an. Let's go, Mann. Let's go. Da oben ist einer. Stirb, Mann. Schön in Deckung bleiben. Nicht springen. Also ich darf, ich sollte mir mal angewöhnen, erst nachdem ich den Wets-Modus gestartet habe, die Leertaste zu drücken, um zu gucken, ob ich einen Crit-Treffer gerade auf Halde habe. Dann springe ich nämlich nicht mehr so viel durch die Gegend. Stirb. Ihhh. Du Powerfaustträger, du. Alles cool. Kommen da noch mehr von oben? Wahrscheinlich. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Ich kann auch schießen. Flop. Flop. Schön. Ja, erst den VOTS-Modus betreten. Aber manchmal geht das nicht. Manchmal hat man nicht genug AP und dann springt man einfach in die Lüfte. Vorsichtig, vorsichtig. Wow. Spritze. Ist ja einer, der mich haut. Es hat sich schon wieder wie ein Schlag angehört. Oh, 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 oh. Spritze. Wir sind eingefroren. So ein bisschen zumindest. Flop. Na? Okay. Oh, 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 oh. Holy moly. Ich sammle mal ein bisschen was auf. Na, wo sind die überall hier? Da hinten ist noch einer. Der will's auch wissen. Stirb, Mann. Ah, okay. Also wenn wir einfrieren, dann hört sich das wie so ein Schlag an. Wir haben gelernt. Vorsichtig. Yay, Stufenaufstieg. Aber ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Och, cool. Wir haben einen Rüstungsskin bekommen. Zurück, zurück. Nicht springen. Manchmal geht einfach der VATS-Modus nicht an. Wow, wow. Spritze. Krass, oder? Ja, echt mal, ne? Ich muss zurück in Richtung des Verbindungsgerätes. Alles cool, alles cool. Flop, flop, flop. Oh, wow, wow. Der kann gut zuhauen. Na, Muni, 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 Muni. Ganz schnell die Muni kassieren. Vorsichtig. AP aufladen. Ist hier irgendwas, was mir in der Nähe gefährlich werden könnte? Oh Gott, der Hund ist einfach weggefetzt. Ich bin traumatisiert. Noch schlimmer als davor. Alles cool. Oh, ich bin viel zu weit weg. Das sehe ich jetzt erst. Das sehe ich jetzt erst. Und schon sind wir wieder eingefroren. Muni, Muni, Muni. Wie weit kann ich hier in den Schacht reingehen, ohne die Verbindung zum Verstärkungsgerät zu verlieren? Standort Alpha geklärt. Wo ist jetzt bitte diese feindliche Gruppe? Von der merke ich überhaupt nichts. Krass. Aber ich kann jetzt hier wieder ein bisschen rumtingeln, ne? Ich bin, was meine Bewegungen angeht, bin ich jetzt ein bisschen freier. Ja, offensichtlich schon. Hallo? Nicht springen.
keine Out-of-the-Bounds-Experience hier. Wir konnten gerade durch die Karte durchgucken, durch die Map. Ich sehe euch nicht, Mensch. Ihr seid dazu versteckt. Einfach zu versteckt. Flop. Ja, ja, ja. Oh, ich habe einen Begleiter bekommen. Schön. Nett. Freut mich. Gut, hätte ein bisschen früher auftauchen können, aber ich will mich nicht beschweren. Der Endkampf wird immer so richtig lustig. Vorsichtig. Yay. Durchladen. 414 Schuss. Schön die Muni aufsammeln. Ganz wichtig. Schön die Muni aufheben. Aber hallo, ihr habt da ein Primärziel gefunden. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der primäre Anführer? Vorsichtig, Spritzer, Spritzer, Spritzer. Mission erfüllt. Yay! Art Victoria. Kommen jetzt hier noch mehr? Bestimmt, ne? Hey, hey, hey. Wer war das? Das wär's soweit, ne? Kriegen wir hier noch irgendwo den High-Value-Loot? Oh, Plasma-Kartusche. 30 Stück. Einfrieren Blutadler-Zerstörer. Das war aber jetzt nicht der Anführer. Ich werde hier noch ein bisschen Plasma-Kartusche-Munition mitnehmen. Hier liegt bestimmt noch eine Menge rum. Und dann gucken wir uns auch gleich die Einsatzbesprechung an. Wow, das hat sich zum Ende noch richtig gelohnt. Wir sind mit knapp 800 Schuss Plasmakartuschenmunition jetzt hier aus der täglichen Operation rausgegangen. Und ich weiß gerade gar nicht, was wir bekommen haben. Ich habe nämlich den Operationsbericht nicht gesichtet. Ich habe einfach mal beim Looten gerade eben die Zeit ein bisschen aus den Augen verloren. Mal gucken, was uns neu erscheint bei uns im Inventar. Hey, was hier los, Mann? Was hier los? Das Minecamp. Immer schön cool bleiben, immer schön durch die Hose atmen. Ach so, ja genau, der Basketballkorb, der hier beim Wasseraufbereiter dranhängt, der ist auch neu. Und eigentlich wollte ich so eine Lampe über die Schilder packen von den, naja, von den Schildern hier, vom Toilettenschild. Und den Employees-Only-Schild. Aber dafür müsste ich erstmal Strom darüber legen. Wobei, wir haben ja hier Strom, ne? Eine Sekunde, das kriegen wir doch bestimmt gefriemelt. Wo kommt der Strom her? Von da, von da, von da. Naja, im schlimmsten Fall legen wir einfach ein bisschen... Hey, 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 Mann, was ist hier los? Boom, ich liebe legendäre Skills. Das brauche ich aber beides nicht wirklich. Brauchen wir nicht. Nope. Aber dass hier kein Strom damit drin ist. Warum schießt sie denn jetzt auf uns? Sag mal, spinnt sie? Keine Ahnung. Super strange das Ganze. Impro-Revolver. Oh ja, fürs Zerlegen. So. Wir müssen noch das Teil hier irgendwie so ein bisschen weiter nach links bekommen, dass wir hier eine Lampe betreiben können. Das kann doch nicht wirklich hier so schwer sein. Ich habe im Funk was. Lichter, genau. Gehört. Das Ding will ich hier drüber haben. Ich kann jetzt wirklich nicht. Ich baue Lampen und sowas, Mann. Genau. Und jetzt das Ding vielleicht ein bisschen darüber. Nee, nicht das Kabel, sondern genau hier. Den Anschluss. Nur nach da. Reicht das schon? Nee. Warum nicht? Es kann doch nicht sein, dass das Ding hier nicht so weit funktioniert. Nochmal bitte, noch ein Stückchen. Aber das soll kein Stolperdraht werden. Das sieht ein bisschen komisch aus. Warte mal, wie lange blinkt das Teil jetzt? Jetzt blinkt es noch. Wobei, ich glaube, es blinkt die ganze Zeit. Wir können erst sehen, ob der Strom wirklich da ankommt, wenn wir das Teil hier fest platziert haben. Wie wäre es mit hier? Wow, irgendwas muss hier mächtig kaputt sein, dass die Lampe jetzt hier nicht angeht. Lampe an. Warte, vorsichtig. Oh, ich springe zu hoch. Ach doch, jetzt geht's. Sie war nicht eingeschaltet. Komisch, normalerweise sind doch
sind doch die Lampen von vornherein an. Und jetzt, wie sieht's jetzt aus? Jetzt nicht mehr. Aber wie wär's denn mit hier im Gras? Jetzt funktioniert beides vielleicht. Nee, das Stroboskoplicht ist aus hier, ne? Komm schon, noch ein kleines Stückchen. Stroboskop und Eingangslampe. Und wir haben hier kaum ein Stolperdraht. Das Kabel geht sogar sehr gut durch den Boden durch. Naja, ein bisschen geschaufelt, ist in Ordnung. Cool, klasse.